Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Starfield. Wir geben die Schulden ab. Ja, würde ich sagen, oder? Das Gemeindezentrum auf P1 ist perfekt, um Menschen zu treffen oder deine spirituellen Bedürfnisse zu erfüllen. Okay, danke, ciao. Das sieht so heimelig aus hier. Na, Schulden? Ja. Ich habe mich mit Pia Schulden bei der Handelsgesellschaft gekümmert. Ernsthaft? Ja. Gut gemacht. Dann bin ich jetzt wohl an der Reihe. Ja, bitte. Er ist im alten Red Devils Hauptquartier. Da wurde nach der Auflösung unserer Einheit alles verriegelt. Aber wir haben ihn durch die Tiefminen reingebracht. Okay. Ich wollte dich wegen der Spacer warnen, aber um den Abschaum hast du dich ja offenbar schon gekümmert. Hier, der Zugangspass. Ich lasse ihn wissen, dass du auf dem Weg nach unten bist und er dir ein fettes Dankeschön schuldet. Okay. Ja, dann mal los. Ab nach unten. Ich hole mir gern mein Dankeschön ab. Nach unten. Ich muss hoch. Muss ich jetzt nochmal in die Mine? Oder in eine andere Mine? Ich weiß es nicht. Schauen wir gleich mal nach. Ich will jetzt aber nicht wieder in die gleiche Mine, wenn da keine Gegner mehr sind. Außer es sind neue gespawnt. Dann würde ich es mir überlegen, ein bisschen böse zu sein. Ja, ja. Und wenn ich wieder dahin laufen muss, dann mache ich ganz kurz Pause. Aber es scheint so, dass ich dahin laufen muss. Ja, dann Leute, laufe ich da mal hin. Ich mache jetzt ganz kurz auf Pause. Und dann schauen wir, was da ist. Okay? Bis gleich. So, Leute. Hier bin ich jetzt wieder. Wir sind da. Aber wir müssen wahrscheinlich wieder runter. Ja, ach Gott. Hätte mir das nicht früher geben können. Was machst du denn da? Blöde Frage, kann ich da nicht einfach den Lift nehmen? Da war doch der Lift. So wird mir das hier eigentlich angezeigt. Wartet mal kurz. Ich würde gerne den Lift... Weil wir haben ja dafür den Zugangsschlüssel. Müsste ich das ja nicht machen. Hier runter. Wo war der denn? Hier war doch irgendwo so ein Zugang. Der müsste eigentlich in der Nähe sein. Okay. Dann habe ich mich getäuscht. Der ist hier irgendwo, ich weiß nur nicht wo. Das heißt, wir müssen jetzt wieder die ganze Runde hier laufen. Außer hier sind Gegner, dann ist ganz okay. Aber es wirkt nicht so. Sind hier Gegner? Okay, Leute, ich mach wieder Pause, weil ihr müsst euch das nicht geben, oder? So nett bin ich. Bis gleich. Okay, Leute, hier ist eine verschlossene Tür. Die geht jetzt auf. Okay, hier, glaube ich, müsste jetzt irgendwo sein. Und hier waren wir auch nicht mehr. Das heißt, ich suche hier jetzt auch Zeug, wenn es hier was gibt. Wirkt aber nicht so. Oh.
Was ist hier? Das wäre es, wenn ich hier jetzt ein Terramorph wäre. Was ist das denn? Lol. Ich bin einfach im Kreis gelaufen. Nehme ich. Experte. Nee, komm. Schöne Ausrüstung. Da glaube ich, muss ich auch was ablegen. Hier ist nichts. Das sieht spannend aus. Eine riesige Station unter der Erde. Natürlich. Minenwagen hier. Hier irgendwas. Da unten scheint was zu sein. Komme ich da hin? Radioaktiv oder giftig, besser gesagt. Ist hier was? Hier liegt so viel Zeug rum, aber nichts. Okay. Ah, das sitzt da. Das sitzt da einfach. Okay. Jo. Ich weiß das zu schätzen, bezweifle aber, dass du mir einfach nur einen Gefallen tun wolltest. Erklärst du mir jetzt, warum du ruchlose alte Männer belästigst, indem du ihnen ihre mühsam erarbeiteten Schulden nimmst? Dr. Walker, ich muss eine Gewebeprobe analysieren lassen. Vollständig. Eine Gewebeprobe? Deswegen bist du hergekommen? Müssen ja verdammt wichtige Zellen sein. Sagst du mir, was ich mir da ansehen soll? Terramorph-Zellen von einem Welt, die zu jung dafür ist. So ein Terramorph ist besorgniserregend. Mhm. Für wen genau überbringst du diese Probe? Hadrian-san? Hadrian? Von ihr? Von ihr hast du die? Ja. Wenn sie dich den ganzen Weg hat zurücklegen lassen, gehen wir rein. Das muss ich mir ansehen. Ja, dann go. Wenn hier ein fucking Terramorph ist, dreh ich durch. Das sieht hier cool aus. Nö, nehme ich. Nehme ich. Ich hoffe, das stört dich nicht. Ich würde dich bitten, nichts anzufassen. Wir laufen gerade einige Projekte und ich hatte keine Gäste erwartet. Ah, jetzt geht er da ran. Oh, und Lou meinte, du hättest die Schulden beglichen. Mhm. Toll finde ich es nicht, dass die Aufsicht meine Forschung in die Finger gekriegt hat. Aber das ist wohl der Preis dafür, wenn man nicht mehr in einer Höhle leben will. Alles fertig. Dann blicken wir doch mal in diesen Abgrund. Ich will mich hier umsehen, ups. In Ordnung. Die zellularen Marker sind getaggt. Okay, Moment. Wow. Moment. Auf was drückst du da? Das kann nicht sein. Doch. Diese Probe, das ist Londinion. Das muss ich alles auf eine Slate übertragen. Du hast die Probe wirklich von Hadrian und belügst mich nicht? Falls das nämlich ein Schwindel wäre, und das wäre der beste, den ich je gesehen habe, wäre ich sauer, aber auch ziemlich erleichtert. Die Probe ist echt, ja. Die Probe ist wirklich echt, weil so ein Terramorph ist nicht gerade ein Lieber. Ich habe sie persönlich von einem Terramorph entnommen. Nimm doch Rücksicht auf mich. Diese Probe weist alle Anzeichen des schlimmsten Terramorph-Angriffs der Geschichte auf. Von Londinion hast du schon gehört? Da klingelt was, ja. Das sagt mir nichts.
Londinion war eine Stadt. Sie wurde von Terrormorphs ausgelöscht. Die Schwärme waren so schlimm, dass der Raumhafen gesprengt wurde, um die Stadt von der Galaxie abzuschirmen. Wow. Nur wenige Proben aus der damaligen Zeit haben den Planeten verlassen. Aber die, die wir haben, sehen genauso wie diese aus. Es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass dieses Exemplar sich zu Lebzeiten je auf einem Schiff befunden hat. Ich glaube nicht, dass es nach Tau Ceti transportiert wurde. Es ist dort gewachsen. Und zwar unglaublich schnell. Wenn eine neue Ära der Beziehungen zwischen Menschen und Terrormorphs beginnt, in der Angriffe wie in Londinion außerhalb von Londinion möglich sind, das wird nicht gut für die Menschen enden. Mhm. Du hast dieses böse Omen den ganzen Weg hierher gebracht. Sagst du mir, was du mit dem Ding vorhast? Die Befehle lauten, dich und Alies zu Hadrian zu bringen. Sie müssen in Six Quells warten. Im Circle. Im Circle. Ich könnte einen Drink vertragen. Hier. Mit dem Aufzug kommen wir schneller nach oben. Eigentlich soll der nicht benutzt werden. Aber besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Gehen wir. Den Schlüssel habe ich ja eigentlich schon. Ist hier was? Irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Weil... Das wäre jetzt halt schade, wenn dass ich den ganzen Weg hier komplett umsonst gegangen bin. Das ist hier eine große Station. Wenn hier jetzt wirklich nichts ist, drehe ich durch. Nicht mal eine Kiste? Oh. Verwerfen. Mein Wecker ging gerade los. Uiuiui. Da. Da. Ja, okay. Jetzt nichts, was ich... Also hier lebt er. Ist ja... purer Luxus. Hm. Hier sind Kammern. Kann man hier Terramos fangen? Nee, sag mir bitte nicht, dass ich die Dinger fangen muss. Da wäre mir lieber, sie zu töten. Okay. Ja, hier ist nichts. Ich muss los. Dann ab in den Lift. Ciao, Leute. Die können gerne da unten noch ein bisschen warten. Ja, schön, wo bin ich diesmal? Kann ich mein Raumschiff hier herrufen? Wäre toll. Okay, Leute. Also in dieser Folge mache ich sehr viele Pausen. Landet hier was? Hier war doch jetzt gerade ein Schiff, oder? Und wo ist die andere Station eigentlich? Bin ich so weit weg von der? Okay, Leute. Ja, dann muss ich wieder Pause machen, weil ich will euch das nicht geben hier, das Gelaufe. Bis gleich. So, Leute. Ich bin jetzt den ganzen Weg hier rüber gelaufen. Schön. Das sind nur mal ein paar Meter. Das geht schon. Aber das füllt auch die, meine Leiste für mein Ausdauerlevel. Ich muss öfters von vorne beginnen. 100 Mal komplett meinen Sauerstoff verbrauchen beim Laufen. Okay. Geschafft. Jetzt frage ich mich,
was wir jetzt in der Bar machen. Bei Drinks heben und dann geht's los? Oder wie? Ja, wir müssen wahrscheinlich runter. Hoffentlich störe ich nicht. Bin ich da nicht schneller, wenn ich da springe? Ja, ich glaube nicht. Ist er da schon? Adrian. Percival. Meine Güte. Du bist aber alt geworden. Du bist auch kein Küken mehr, Major. Ich habe deine Probe gesehen. Es reicht wohl, wenn ich sage. Nicht hier. Lass uns ein ruhigeres Eckchen suchen. Wir können nach hinten gehen. Okay, nach hinten? Hey, Digga. Ich warte, bis das Medikament in Serie geht. Und sage dann allen, dass Percival und ich den Mars gerettet haben. Cool. Ach, und du natürlich. Hm? Das ist eine ruhige Ecke? Blue hat mir die Kurzfassung erzählt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dich um alles gekümmert hast. Ja, bitte. Ich auch. Hoffentlich war es dann letztendlich doch nicht so schlimm. Doch, das war schlimm. Ein bisschen mehr Schießerei als mir lieb war, aber nichts, womit ich nicht klar kam. Nee, es war kein Spaziergang. Was? War kein Spaziergang? Schlimm ist genau das Wort, das mein Erlebnis am besten beschreibt. Und das tut mir leid. Ich bin nur froh, dass ihr beide unversehrt geblieben seid. Ja, kein Ding. Also, habt ihr beide die Analyse hinbekommen? Hier ist sie. Diese Probe passt genau zu denen von Londinion. Londinion. Genau das hatte ich befürchtet. Es bereitet mir keine Freude, diese Nachricht zu überbringen. So viel steht fest. Also sag mir bitte, dass du einen Plan hast. Naja, zurzeit gibt es mehr Fragen als Antworten. Also habe ich versucht herauszufinden, wie wir an unsere alten Terrormorph-Daten kommen. Mhm. Guter Anfang. Und was hast du gefunden? Wir müssen da runter. Sie sind im Archiv. Mhm. Im Sperrvertrag-Archiv? Müssten wir uns dann nicht mit dem Kabinett rumschlagen? Und mit dem Freestar Collective? Na, ich gehe rein und töte einfach alle. Ich schätze, den Ansatz können wir vergessen. Ich dachte auch, das Kabinett würde uns nicht helfen. Allerdings habe ich ein paar Gefallen eingelöst. Sie hören uns unter zwei Bedingungen an. Sie wollen die Analyse sehen, die ihr durchgeführt habt. Mhm. Und sie wollen besprechen, was auf Tau Ceti passiert ist. Mit uns beiden. Okay. Wenn jemand hohe Tiere um einen Finger wickelt soll, bin ich dein Mann. Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Ja. Aber bevor du dich darauf einlässt, möchte ich, dass du alles erfährst. Echt? Percival und ich waren nicht nur Forscher. Wir waren Militärwissenschaftler. Wow. Wir führten eine Division der Colonies, die Aliens als Waffen eingesetzt hat. Mein Versteck war die Heimatbasis unserer Einheit. Nach ersten Versuchen in anderen Einrichtungen ist die Anlage zum Herz der UC-Xenokriegsführung geworden. Die Xenokriegsführung ist verboten, seit vor fast 20 Jahren der Sperrvertrag in Kraft getreten ist. Das UC-Militär hat uns damals entlassen. Okay, ich weiß, wer du bist und deine Vergangenheit. Nun ja, die geht mich nichts an. Ja, stimmt eigentlich. Oh, naja. Das bedeutet mir viel. Ich bin auch nicht unbedingt stolz darauf. Aber während dieser Mission sollten wir für die Colonies den Schlachtfeldeinsatz von Terrormorphs erforschen. Das Projekt lief nie wirklich an. Aber unsere Daten befinden sich jetzt im Archiv. Zusammen mit allen anderen Informationen, die nach dem Koloniekrieg verboten wurden. Unter dem wachsamen Blick von Beobachtern aller Fraktionen, die sich noch an der galaktischen Politik beteiligen. Aber wenn wir das Kabinett dazu bringen, uns auf die Daten zugreifen zu lassen, haben wir alles, was wir für die Entschlüsselung dieser Probe benötigen.
und können hoffentlich weitere derartige Angriffe verhindern. Okay, wir sollten mit diesem Kapitän reden. Ja, komm, let's go. Okay. Ich sorge dafür, dass das Kabinett die Analyse erhält. Wir treffen uns dann vor dem Mast in New Atlantis. Okay. Viel Glück. Ihr zwei werdet es brauchen. Ja. Okay. Dann schnell hier hin. Das war jetzt ein bisschen buggy, ne? New Atlantis ist das Mekka für Kaffeeliebhaber. Gut, ich bin keiner davon. Captain, hier drüben. Jo, hi. Wie kannst du schneller sein als ich? Die Daten liegen dem Kabinett vor. Sie werden uns benachrichtigen, sobald sie sich alles genau angesehen haben. Okay. Aber hör zu. Ich hätte dir nicht so lange vorenthalten sollen, wer ich bin. Also, um hier für volle Transparenz zu sorgen. Ja. Du solltest noch etwas wissen, bevor wir da hochgehen. Meine Beziehung zu den UC ist komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Die UC sind der einzige Grund, warum ich überhaupt hier bin. Ich bin ein Klon. Von einem gewissen François Sanon. Ehemaliger Flottenadmiral der UC im Koloniekrieg. Okay. Ehemaliger Leiter der UC Navy. Auch genannt Ve Victis. Bedeutet Wehe den Besiegten auf Erdzeitlatein. Ein verdienter Titel. Ich war Teil eines Programms, durch das die UC aus einem ihrer besten Taktiker eine neue Generation von militärischen Planern erschaffen wollten. Die Führung des UC-Militärs über Generationen hinweg sichern. Okay, mich interessiert mehr, was das damit zu tun hat, dass wir vor dem Kapitän sprechen sollen. Klingt nicht, als hätte sie es geschafft, diese Vermächtnis zu sichern. Dieser war Victis muss ein beeindruckender Kommandant gewesen sein, wenn die UC ihn klonen wollte. Du bist ein Klon von einem Mann? Wie geht das? Geht das bitte? Geht es dir gut? Gibt es noch andere außer deinem Programm? Andere Klone? Ja, das frage ich mich. Bin die Letzte. Ein paar meiner Geschwister sind gestorben, als wir jung waren. Hm. Trainingsunfälle und so. Aber die meisten wurden im Koloniekrieg an der Front eingesetzt und sind nie zurückgekehrt. Ich denke jeden Tag darüber nach, wie die Welt wohl aussehen würde, wenn es sie noch gäbe. Mich interessiert mehr, was... Ja, was hat das damit zu tun, ja? Dazu komme ich noch. Mein Original, mein Vater, wurde für seine Taten während des Kriegs hingerichtet. Er hatte für viele Tote gesorgt, auf beiden Seiten. Freestar Collective und UC. Militär und Zivilisten. Seine Taten sind einer der Gründe, warum die UC und das Freestar Collective heutzutage nicht gerade gut aufeinander zu sprechen sind. Meine Anwesenheit hier könnte zu einem Hindernis in dieser Sache werden. Ich dachte, das solltest du wissen. Okay. Du bist... Du bist nicht dein Vater. Wenn das Kabinett das nicht so sieht, ist das deren Problem, nicht deines. Ja, stimmt. Danke, das weiß ich zu schätzen. Aber ich dachte, du solltest es wissen. Ach was. Nach allem, was du schon getan hast. Wo wir gerade einen Augenblick haben, sollten wir sonst noch etwas besprechen? Diese ganze Sache muss dich doch ziemlich überrumpelt haben. Nö. Oder wenn du noch etwas zu erledigen hast, dann könntest du das jetzt tun. Nö. Es ist schwer zu sagen, wie lange das Kabinett uns warten lassen wird. Ich habe keine Fragen mehr, nein. Dann ist es wohl nur eine Frage der... Die Kabinettssitzung beginnt in Kürze. Alle Parteien werden in den Kabinettssaal gebeten. Es ist wohl soweit.
Let's go. Es geht los. Ja. Hallo. Ah, Captain. Glückwunsch zur Sag. Ich bin zur Besprechung. Ich will pünktlich sein. Ja, ihr habt's ja richtig schön hier. Also Geld habt ihr. Falsche Tür. Gibt's hier irgendwas, was ich klauen kann? Lady? Verzeihung? Ja, Verzeihung. Ich bin ein ziemlich mieser Typ. Wer bist du denn? Ja, was? Ist hier drin? Oh, hier muss ich hin. Nee. Ja, hier ist nichts. Ja, jetzt mal eine blöde Frage. Wieso muss das hier so ein schicker Raum sein? Das ist Platzverschwendung. Ich könnte mal noch circa 4 Piros reinmachen. Ja, wow. Anklagebank hier, oder was? Ah, dann bist du wohl der Captain aus Hadrians Bericht. Wir schätzen sehr, dass du diese Informationen mit uns geteilt hast. Wow. Ich war allerdings sehr überrascht, dass du offenbar auch beim Debakel zwischen Sysdev und der Crimson Fleet eine Rolle gespielt hast. Es bleibt ein Rätsel, wie all das passieren konnte. Ja? Ein paar der verbleibenden Kameraden von Commander Ikande meinen sogar, dass wir einen Fehler machen, weil wir überhaupt mit dir sprechen. Und ja, dass wir dich stattdessen in Ketten legen sollten. Probier das doch. Warum sollten sie so etwas denken? Weil sie eine Wahrheit kennen. Die UC hatte keine Chance gegen Fleets, ihnen einfach zu clever. Sie sollten besser Wegen finden, ihre Trauer zu verarbeiten. Sie sollten besser einen Weg finden, um ihre Trauer zu verarbeiten? Ja, komm. Gut möglich. Aber das ist nicht der Grund für diese Besprechung heute, nicht wahr? Ja. Diese beiden Antragsteller haben eine überraschende Bitte. Zugang zu den Terrormorph-Daten der Xeno-Kriegsführungseinheit, der UC im Sperrvertrag-Archiv. Ja. Dieser Antrag muss nicht nur von diesem Kabinett, sondern von allen drei Vertragsparteien gebilligt werden. Den okay. UC, dem Freestar Collective und Haus Varun. Nun, Captain, wir haben alle Hadrians Bericht gelesen, doch deine Perspektive fehlt uns noch. Okay. Vielleicht könntest du für das Kabinett zusammenfassen, was du als Ziel dieser Unternehmung siehst. Wir müssen noch nicht, womit wir es zu tun haben. Für ein fundiertes Urteil brauchen wir mehr Daten. Okay, ja, das würde ich fühlen. Wir brauchen die Daten aus dem Archiv von potenziellen Terrormorph. Ja, das auch. Eine gewagte Aussage, Captain. Madam, ich halte diese gesamte Diskussion für gegenstandslos. Niemand würde behaupten, dass der Vorfall auf Tau Ceti keine schreckliche Tragödie war. Doch Terrormorph-Angriffe sind alles andere als eine neue Bedrohung. Sie finden schon seit Generationen statt. Versiegelte Archivdaten offenzulegen und das Gleichgewicht des galaktischen Friedens aufgrund eines einzelnen Angriffs zu gefährden, das ist bestenfalls eine Überreaktion und schlimmstenfalls ein Übergriff der Tochter eines blutrünstigen Kriegstreibers. Ich möchte den Minister daran erinnern, wer hier vor ihm steht. Zur Kommunikation mit meinem Vater im Jenseits wäre ein Medium nötig. Wie viele müssen sterben, ehe das Kabinett bereit ist zu handeln? 50? 50.000? Denn wenn Tragödien wie die von Tau Ceti nur ein Vorgeschmack sind, dann wird es sicher bald genug Todesopfer geben. Mhm. Lasst uns sachlich bleiben, ja? Es steht außer Frage, dass die Erhaltung des Lebens die höchste Pflicht dieser Institution darstellt. Aber Minister Yassin hat recht. Wird ein einziger Angriff ausreichen, um die anderen Fraktionen zur Freigabe von Daten zu bewegen, die sie zweifelsohne für bedrohlich halten? Ich bezweifle das sehr. Vielleicht kannst du helfen, Captain. Du hast die fragliche Probe beschafft.
Ist dir an diesem Terrormorph etwas besonders Alarmierendes aufgefallen? Der hat mich gejagt. Natürlich, das Monster ist böse. Er hat eine nichtsahnende Siedlung ausgelöscht. Das ist ziemlich alarmierend. Ich weiß nur, was mir gesagt wurde. Die Gewehrprobe entspricht denen aus Lydion. Ja, okay, ja, das wäre ja ein Beweis. Ist ja der, es ist ja das. Du glaubst dir also auch aufs Wort. Verstehe. Ja, dachte ich so mir. So scheint es. Nun denn, Captain, basierend auf dieser Diskussion und den dir bekannten Informationen, würdest du an unserer Stelle dem Antrag zur Öffnung des Archivs zustimmen? Auf jeden Fall. Wenn es die geringste Chance auf ein zweites Takatil gibt, müssen wir der Bitte nachkommen. Ja? Das sehe ich auch so. Ich auch. Nun, ich nicht. Nichts, was hier gesagt wurde, lässt sofortiges Handeln nötig erscheinen. Ich werde den galaktischen Frieden nicht für eine Eingebung riskieren. Eine gute Einschätzung, Minister. Die Daten, die heute präsentiert wurden, sind durchaus bedenklich, reichen aber nicht aus, um eine Reaktion von diesem Ausmaß zu rechtfertigen. Vielleicht könnten wir etwas anderes. Nee. Vorfall? Chief Sarkin, was geht hier vor? Es gab einen Angriff. Am Raumhafen. Was? Terrormorphs. Was? Terrormorphs. Mehr Angriffe. Oh Gott. Wie vorhergesagt. Meine Güte. Es muss eine andere Erklärung geben. Die Kreaturen sind unseren Scannern entgangen. Für wilde Mutmaßungen werden wir später Zeit haben. Chief Sarkin, lass den Raumhafen evakuieren und deine Truppen die Kreaturen in Schach halten. Aber diskret. Wir können keine stadtweite Panik gebrauchen. Jawohl, Ma'am. Admiral Logan, können die Kasernen vor Ort helfen? Ich selbst übernehme den Befehl. Aber es wird eine Weile dauern, ehe die nächststationierte Anti-Xeno-Truppe hier landen kann. Dann müssen wir das Beste aus dem machen, was wir haben. Ihr zwei, diese Kreaturen dürfen den Raumhafen auf keinen Fall verlassen. Ich will euch schleunigst vor Ort haben. Wir geben Bescheid, dass ihr kommt. Und dass ihr mit den Dingern Erfahrung habt. Zeigt ihnen, wie es gemacht wird. Schon dabei, Mann. Okay. Ich folge dir. Lass uns keine Zeit verlieren. Dann, Leute, war's das für die Folge? Das ist ein ziemlicher Cliffhanger. Hab euch lieb. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Hab euch lieb. Ich bin fies.